Hallöchen, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft auf der PlayStation 4. Ja, man sieht, ich habe noch nicht weitergemacht. Ich habe ein kleines Päuschen gemacht und wir wollen jetzt mal weiter starten. Ich brauche bestimmt noch ganz viel Gras. Gut, ich setze schon mal die zweite Linie hier an. Warte mal. Nee. Nochmal ein Stück zurück. Und ich muss mir gleich bald wieder Erfahrungspunkte besorgen, denn ich habe ja momentan das Problem, dass mir hier bald alles alle geht. Und ich setze mal. Warte mal, kann ich den jetzt. Ach komm. Machen wir es einfach so. 1, 2, 3. Ja, so geht das. Jetzt muss ich die alle wieder schräg setzen. Denn ich will ja hier so eine kleine Überkante haben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr es seht. Ich habe auch keine Fackeln. Shitte. Es ist nämlich gerade ein bisschen dunkel. Ich hole mal gleich Fackeln. Jetzt mal bloß hier die erste Linie schon vorne. Tut mir leid, dass es wieder so dunkel ist. Aber die Nacht, die bricht ja immer wieder ein. Sind wir ja nicht von verschont. So. Ach, naja, egal. Komm. Setze ich die anderen jetzt hier hinten mal schon mal hin. Kann ich die schon mal zumachen. Wir brauchen nämlich noch ganz viel Gras. Ja. Der ein oder andere Kiffer wird sich jetzt freuen, dass wir hier so viel Gras haben. So, gehe ich mal runter. Jetzt muss ich bloß gucken, wo hier das Loch war. Ach komm, einen daneben. Mann. So, runter geht's. Ja, kein Creeper hier. Das ist schon mal gut. Das ist sehr gut. So. Das war Glück. Und nochmal. Ah, da sind sie schon wieder alle. Das ganze Viehzeug gedöns. Ha! Ha! Alles so ruhig heute hier. Bis auf dieses. Zack. 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 Alter, wie hältst du denn aus? Wah! Spider-Man! Wah, seid ihr viele heute? Was ist denn mit euch nicht richtig? Ah! Komm! Womit hau ich denn hier überhaupt? Mann! Alter, ich habe jetzt gar nicht gesehen durch die ganze Geschwindigkeit hier von der Waffe, was ich überhaupt in Hand hatte. Ich habe, glaube ich, jetzt mit der Axt oder so draufgehauen. Ach komm, da gibt es jedenfalls ein paar Erfahrungspunkte. Das ist doch ganz schön praktisch. Brauchen wir noch weitaus mehr. Ich glaube, ich werde mich mal einen Tag an unsere Falle da vorne stellen. Also mal einen Tag durchlaufen lassen. Dann habe ich wieder genug Erfahrungspunkte. So. Haben wir denn irgendwo noch Kohle rumschwirren? Da ist Glas drinne. Ach, Mann. Nix Kohle. Das heißt, dass wir in eine Höhle gehen müssen. Aber ich mache erstmal fix Tag. Dann nehme ich ein bisschen Holz mit und dann wird ein bisschen Kohle gejagt. Oder ich mache mir selber Kohle aus Holz. Ach komm, dann machen wir mal wieder so eine Folge, wo wir mal ein bisschen in die Höhlen wieder gehen. Ich habe ja unsere Standardhöhle. Warte mal. Da. Nehme ich schon mal so ein bisschen Holz mit und mache da schon mal 16 Stück. Das ist ein bisschen wenig. Habe ich noch irgendwo was zu liegen? Ansonsten reiße ich die Bude ein. So, was haben wir hier? Da sind zwei. Ach komm, das reicht doch. Das müsste doch funktionieren. Holen wir uns mal ein paar Fackeln. Gehe ich mal zu unserer Höhle hinten hin. So. Wenn ihr euch fragt, warum da immer noch keine Druckplatte vor der Tür ist. So faul bin ich nicht. Ich brauche keine Druckplatten vor der Tür. Machen wir heute mal so eine kleine Ausflugsfolge. Gehen wir mal wieder in die Höhle zurück. Und prügeln mit so irgendwelchen Viechern. Und da frecke ich wieder. Ach komm, hier, hoch. Habe ich Essen mitgenommen? Ja, Essen habe ich bei. Ich habe auch ein bisschen verrottetes Fleisch bei, aber das brauche ich ja nicht. Da hinten ist Kohle. Wenn man vom Devil spricht, da kommt die Kohle nicht. Da kommt die Kohle. So, ich habe eigentlich auch genug Kohle in unserem Haus eigentlich überall verbuddelt, aber wäre ja langweilig, wenn ich da die ganze Zeit in dem Haus noch rumbuddel. Deswegen nehme ich hier ein bisschen Kohle mit, gehe unten noch in eine Höhle und nehme Kohle mit. So haben wir auch mal ein kleines bisschen Abwechslung.
Nicht, dass sie sich da wirklich 50 Folgen an dem einen Gebäude festhängen und ihr schaltet einfach nicht mehr ein, weil es langweilig wird. Alter, wie viel Kohle ist denn hier? Na, guck einer an. Haben wir ja fast ausgesorgt. Nee, ich will aber mindestens so 3-4 Stacks Kohle haben. Also Stacks. Wer es immer noch nicht weiß, kriege ich jetzt langsam immer so die Anfragen. Warum sagst du bei Sticks immer Stacks? Nein, das heißt Stacks, wenn man einen 64er voll hat. Ach, guck mal. Können wir auch noch mitnehmen. Nehmen wir uns mal ein paar Kürbisse mit. Da können sich die Endermen nämlich nicht mehr teleportieren, wenn du die auf den Kopf setzt. So. Einer ist hier reingefallen. Gehen wir mal ganz gefixt geschwind in... Schon wieder Zombie irgendwo gehört. In unsere Höhle. Und man siehe, wir haben gleich Kohle da. Ein Glück habe ich immer so viel zurückgelassen. Mit der Spitzhacke komme ich eigentlich recht gut voran. Es ist gut, dass wir jetzt so viele Diamanten haben. Wir haben eigentlich zu viel Diamanten. Wir könnten ja fast ein ganzes Haus bauen schon. Und runter geht's. So, ich möchte mich mal ganz kurz am Ohr kratzen. Ah. Alter, jedes Mal eine Aufnahme, der juckt irgendwas. Ich weiß, waschen. Ich habe mich aber schon gewaschen. Ich habe gerade geduscht. Aber irgendwie juckt immer noch alles. So. Stimmt ja, wir waren ja die andere Seite lang immer. Da ist auch schon wieder Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ganz schön dunkel geworden hier alles. So. Da noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Da muss man ja dran feilen hier. Zack, zack, zack. Zack. Ach ja, wenn ich gerade so in mein PlayStation-Postfach reinschaue. Ich habe jetzt pro Tag sind, glaube ich, 40 bis 50 Anfragen. Ja, spielst du bitte Minecraft? Um das zu beantworten. Freitag. Freitags. Aber dann auch nicht alle. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Tut mir leid. Weil ich kriege hier so viele Anfragen. Ich kann das alles gar nicht mehr beantworten. Wer hier alles mit mir Minecraft spielen will. Es funktioniert halt leider nicht, dass so viele auf einem Server sein können. Da meine Internetleitung das auch... Ich merke ja jedes Mal drum. Tut mir leid. Das nicht schafft. Ich kann, glaube ich, maximal 3 bis 4 Leute nehmen mit einem Mbit-Upload. Und deswegen freitags... Ah, nein! Alter! Geht ja schon wieder gut los hier, da kommen die Creepers. Ich werde beschossen. Ich sehe nichts. Da! Ach, ist auch immer gefallen. Na gut. Gucken wir hier nochmal ein bisschen nach Kohle. Das ist aber auch so scheiß dunkel hier. Sorry wegen dem Wort Scheiß. Ich mache jetzt hier... So. Ich meine, das alles Fackeln. Alles werden Fackeln. Ach, guck mal, das reicht doch schon eigentlich. Aber ich brauche ja auch noch Kohle. Nee, brauche ich nicht. Ich brauche bloß Lava. Habe ich... Ich hole mir mal ein bisschen Lava. Dann mache ich mir einen kleinen Lavasee. Und dann nehme ich da Eimer und packe sie in die Öfen rein. Da kann ich nämlich auch immer gut... Mal da hinten. Ja, gut meine Öfen mit versorgen. Ich finde es bloß doof, dass immer noch kein... Da ist ein Smaragd. Dass immer noch kein Update rausgekommen ist, dass man einen Trichter hat. Ich brauche einen Trichter. Da würde ich nämlich... Ha, gut. Mit dem Trichter könnte ich nämlich so viel anstellen. Gerade... Oh, da hinten muss ich hin. Ah, ich häng fest. Komm, hoch ihr. Ah. Denn mit dem Trichter würde ich dann nämlich Kisten ranbauen über den Ofen, dass das immer wieder nachläuft. So brauche ich nur einen Ofen und kann gleich 10.000 Dinge gleichzeitig machen. Das wäre nämlich echt praktisch, aber es kommt kein Update. Ich will ein Minecraft-Update. Ich will. Naja, vielleicht irgendwann mal, in naher Zukunft, kommt dann doch mal vielleicht ein kleines Update.
Wäre nicht schlecht. Ich würde mich tierisch darauf freuen, wenn endlich mal wenn es endlich Trichter geben würde. Das ist mir eigentlich das Wichtigste bei Minecraft. Also mit das Wichtigste. Zack, zack. Kommt Kohle! Ha, voll verarscht den Typen. Ich hab ihn versteckt. Muss ich mal gucken. Alter, wie viel Smaragd gibt's denn hier? Jetzt mal ohne Scheiß. Mal gucken hier, wie ich hier am besten unbeschadet runterkomme. Ich will nämlich ein bisschen Lava mitnehmen. Ja, wunderbar. Alter, da hinten ist ganz schön dunkel. Es ist dunkel geworden. Oh, jetzt haben wir wieder so viel Mist bei. Warte, dann mache ich mal ein bisschen was weg hier, was wir nicht brauchen. Hey, du hättest auch vorher zusammen tun können. So ein Schmarren immer. Jetzt hätte ich schon wieder fast böse Wörter gesagt. Ah, die Steine brauche ich noch. Ach komm, die Knochen. Weg. Und den einen Grasblock, den können wir uns auch sonst wohin stecken. So, nehmen wir mal Lava mit. Kann man überhaupt einen See bauen mit? Glaub nicht, oder? Weil es fließt ja nicht mehr zusammen, so wie ich das sehe. Das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Schade. Gut, bauen wir jetzt erstmal wieder nach oben. Ich muss hier irgendwie weg. Weil, seht ja, nur Probleme hier. Und Kohle müsste ich auch noch ein kleines bisschen zumindest mitnehmen, oder? Ach nee, komm, wenn wir die Lava haben. So, hoch. Gleich oben nochmal einen kleinen Schluck essen. Ah, Spider-Man! Wo ist er? Ach komm, da holen wir hinten noch die Kohle. Wenn wir verrecken, dann ist das halt so. Ah! Platsch! Komm, weg damit. Gehen wir da hinten nochmal lang. Ich riskiere mein Leben jetzt für euch. Nehme ich die hier mit? Dann müsste ich aber vorsichtig sein. Denn wenn der Spaß da runterfällt. Siehst du? Ich bin schon ein bisschen vorsichtiger geworden. Ich baue nicht mal unter mir alles ab. Weil ihr kennt ja, wenn ihr unter euch mal. Oh, guck mal, da ist Kohle. Baut unter euch ab. Auf einmal fällt ihr 1000 Meter tief. Mal komm, da setzen wir auch gleich mal eine Fackel ein hier. Damit wir mal sehen, was wir überhaupt abbauen. Nicht, dass wir einmal ein Creeper dahinter sitzt. Guckt uns an. Hallo! Und wams, sind wir wieder weg. Also kohletechnisch sind wir ja gut ausgestattet gerade. Zumindest in dieser Höhle. Komm, da ist noch ein Stück. Ich guck mal jetzt hier die Ränder lang. Da hinten ist wieder der Mr. Creeper. Da guck mal einer an. Ich weiß gar nicht, ob ihr den jetzt seht. Jetzt sehe ich ihn selber nicht. Warte. Ich glaube, da seht ihr so einen kleinen Rand hinten. Tot. Erwischt. Oh, kommt schon wieder so ein Zombie. Was ist denn mit euch nicht in Ordnung? Ihr seid überall. Habt ihr kein Zuhause? So, nehmen wir ein bisschen Kohle. Ich höre sie schon wieder. Die sind hier hinter der Wand. Dämlichen, blöden Holzköpfe. Die sind ja nicht gerade sehr intelligent. Die sind ungefähr so intelligent wie ich. Oh, guck mal, wie viel Kohle da ist. Und da habe ich sogar eine Fackel drauf gesetzt. Ich baue erstmal das obere ab. Warum nehme ich denn immer keine Kohle mit? Na gut, meine Ausrüstung ist meistens immer so voll. Mal kurz hier euch mit ein bisschen Licht. Ich bin meistens doch lieber auf die Kohle verzichte, bevor ich irgendwas anderes wegflage. Eisen habe ich eigentlich noch. Aber wenn ich was finde, nehme ich natürlich was mit. Das soll ja nicht das Problem sein. Wenn wir nicht wieder total überlagert sind. Ich denke mal, ich schmeiße dann die Zäune weg. Ja, ist immer schlimm, wenn man so
leicht begrenzt ist in dem Zeug, was man mitnehmen kann. So. Haben wir das? Die fossilen Brennstoffe haben wir mitgenommen. Oh, wir sind voll. Wir sind voll. Ach komm, dann nehmen wir die Erde mal mit. Dann hätten es noch ein bisschen. Also wenn wir schon dabei sind, dann nehmen wir auch ein bisschen was mit. Dass ihr, wirklich was seht. Wir kommen nämlich immer wieder die Ansagen, mach mal mehr Licht. Mache ich. Ich versuche es jedenfalls, wenn ich dran denke. Aber momentan habe ich, jetzt habe ich mir einen LED-Bildschirm besorgt. Jetzt ist es genauso dunkel wie bei euch. Deswegen werde ich, glaube ich, mehr Fackeln setzen. Da oben ist noch Eisen. Nehmen wir gleich mit. Am schönsten war ja eigentlich Minecraft ganz zum Anfang. Also wenn ihr wirklich noch nichts habt und seid irgendwo in Timbuktu unterwegs. Ach, guck mal, Gold. Also wenn ihr wirklich noch nichts habt, da ist es immer am spannendsten, da die ersten Dinge zu finden. Das heißt jetzt nicht, dass ich neu anfangen will. Aber das fand ich immer am spannendsten eigentlich. Wenn man so wirklich gar nichts hat und von nichts einen Plan hat am besten. Hoffentlich kommen bald neue Updates. Liegt jetzt bei 4J Studios in der Hand. Nicht Microsoft, 4J Studios. Die produzieren für Konsolen. Bin da ein bisschen informiert. Mal gucken, wie es mit Updates aussieht. Ich versuche jetzt erstmal wieder rauszukommen. Suchen wir mal hier einen Weg. Sonst nippeln wir doch irgendwann ab. Also noch ein paar Erfahrungspunkte. Komm, hier ist wieder Kohle. Ich lasse mich wieder ablenken hier. Und Eisen! Als ob wir davon nicht genug haben, aber wir können ja alles mal mitnehmen. Oh, ich kann mich jedes Mal feiern über die Musik von Minecraft. Ach, guck mal, da, der Vertreter kommt. Mr. Creepman! Ha, du Arschkrampe. Können ja auch bald mal TNT bauen. Hab ja bald genug. Bald. Ja, ich hab noch nicht genug, aber ich hab bald genug. Da können wir uns schon mal ein bisschen was freisprengen. Oder ich baue eine Falle für euch, falls im LPT mir weiter auf den Keks geht. Nicht böse gemeint jetzt. Aber ich finde es immer lustig, wenn so doch einige Dinge funktionieren. Oh, da ist ein Creeper! Ich hab mir hier was gehört. Dieses Psst, Psst. Komm, jetzt verkrümmeln wir uns. Sonst wird das hier nichts. Ha! Irgendwo ist einer. So, ah, ich guck mal. Eisen, 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 Eisen. Na, komm hoch hier. Oh, der ist ein bisschen schwerfällig in der Gegenströmung. Eigentlich normal, aber... So. Rauf hier am Rand, hopp. Alter, wo kommt denn jetzt das ganze Eisen her? Ich war hier doch bestimmt 1000 Mal lang gelaufen und... Sammelt's ein! Gut. Wir sind wieder falsch gelaufen. Ich verirre mich aber auch jedes Mal hier. Ihr seht bestimmt besser durch als ich. Aber ich muss... Aua! Achso. Ich habe Hunger. Bin schon gewundert, warum er sich hier verletzt. Ich glaube, es war noch höher, oder? Dann baue ich mich einfach hier mal am Rand hoch. Ja, da oben war das. Dann nehme ich mal ein paar Steinchen. Und jetzt sitzt der Creeper oben. Und bombt mich volle Granate weg. Von da oben kommen wir ja.
Huch, na, jetzt baue ich mir selbst einen Weg zu. Na, ich bin ja auch ein Held. Ach, hier, warte mal. Hier war irgendwo. Ich sollte mir das mal markieren oder so. Damit ich immer weiß, wo es hier hochgeht. Ach, da. Komm, das machen wir einfach jetzt. Volle Granate mal. Mache ich eins hier rein, dann sehe ich das jedenfalls. Und hoch geht's. So, jetzt sind wir fackeltechnisch gut ausgerüstet und kohlemäßig. Und wir haben sogar noch ein paar Eimerchens mit Lava. So. Die Lava-Eimer hebe ich mir dann erstmal auf. Und wir haben schon wieder Nacht. Gottes Willen, warum ist es denn immer Nacht? Jedes Mal ist es Nacht. Ich will hier euch was zeigen vielleicht und so. Und dann sitzen wir wieder im Dunkeln. Ach komm, der ist ja nicht mal weit. Alter, wie viel seid ihr denn immer? Schwinde, mach dich ab. Ich geh nach Hause. So. Haben's gleich geschafft. Ah, Skelett. Ich habe aber bis jetzt noch kein Skelett gesehen, was auf einer Spinne reitet. Ich habe, glaube ich, einmal einen Silberfisch gesehen. Vielleicht sollte ich einfach mal den Schwierigkeitsgrad höher drehen. Aber dann ist es natürlich die Chance sehr hoch, dass mir hier vorne wieder alles zerbombt wird. So. Dann gehe ich mal in mein Häuschen. Mach mal mein... Ja, prima. Ist mein Sicherungsschalter an? Mein Sicherungsschalter ist an. Da kommt nämlich kein Creeper einmal nach vorne. Achso, Ich wollte doch was vorbereiten. Nehmen wir mit. Machen wir hier mal die ganzen... Ach komm, machen wir das auch noch. Kommt hier... Was? Ach guck. Stimmt, das hält ja jetzt eine halbe Ewigkeit. So, liebe Zuschauer, ich mache hier mal ein kleines Folgenpäuschen. Und ja, hoffentlich sehen wir uns morgen wieder. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und hattet ein bisschen Spaß. Und jetzt wird es wieder Tag, na prima. Gut, dann bis morgen. Ciao.